Einen wunderschönen guten Tag mal wieder zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich dachte mir mal, ich mache heute mal ein bisschen was im Innenraum. Ich will mal ein bisschen was zeigen. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber auf jeden Fall geht von meinem Tacho hier nur die eine Birne noch, die da hinten ist. Also Beleuchtung, hier das ist dunkel, das ist dunkel. Warum ich aber jetzt eigentlich im Auto sitze, ist deswegen hier, weil ich habe jetzt hier versucht, ein anderes Radio reinzumachen, weil mein Problem ist immer, dass die ganzen Drehrädchen weg sind. Nur trotzdem ist hier was halt nicht so ganz hinhaut, weil ich kann hier einmal nicht mehr auf die Lüftung drehen. Und zweitens hatte ich jetzt Probleme gehabt, dieses Radio da überhaupt reinzumachen, weil ganz einfach, was denn? Und zweitens, weil das Kabel hier von dem Radio irgendwie, also das Stromkabel irgendwie so dermaßen da hinten drin klemmt, auch das von der Antenne hier, was nachträglich reingekommen ist. Das möchte ich jetzt alles mal zerlegen und mal gucken, was sich jetzt hier im Argen ist. Zumal möchte ich auch mal gucken, was hier in dem Armaturenbrett und so ein Blödsinn ist, wie kabeltechnisch und sowas. Und ja, das seht ihr jetzt. So, ich habe das jetzt erstmal hier so ein bisschen ausgebaut, würde ich sagen. Ne, kann man schön erkennen, denke ich mal. Ja, und hier kann man schon das ganze Böse erwachen sehen, was ich meine. Stummbeutel habe irgendwann mal vor langer Zeit das Radio, das hier zerschnitten, um ja Boxen halt hier drinnen zu haben. Deswegen wollte ich da auch noch mal gleich gucken hier. Um Boxen halt, also hier die von den Boxen, da halt Boxen drinnen zu haben. Weil ich ja hier dieses komische Teil da habe. Ne, dieses Drehding da. Und ihr seht ja schon, dass das auch Blödsinn. Das wollte ich auch mal löten eigentlich. Ne, das Kabel in der Tür liegt. Aber leider nicht von dem von diesem Punkt hier unten am Sicherungskasten nicht hier hoch zum Radio. Und ja, das ist jetzt von drüben, von der Beifahrerseite noch hier die Kabel. Aber ihr seht schon, hier hat irgendjemand mal nachträglich halt die Antenne nachgerüstet. Ist auch eine klappende Bosch-Antenne, soweit ich weiß. So, und da ich jetzt einmal hier alles habe, kann ich das einmal gleich alles sauber machen, weil das ist wirklich alles schmutzig hier. Das nervt mich. Und kann gleich mal nachgucken hier, was hier los ist, warum zum Beispiel meine Lüftung hier nicht mehr zu 100% funktioniert. Weil hier klemmt nämlich was. Ich weiß auch schon, glaube ich, warum da was klemmt. Da sieht er das blaue Teil, glaube ich. Ne? Das muss glaube ich so nicht das sein. So, und da kann ich nämlich mal hier gleich mal alles nachgucken. Vielleicht auch, überlege ich ja auch hier auf Doppeldien umzubauen, also hier den Schacht halt zu machen. Müsste ich halt hier hinten das alles zumachen, das ist eine dämliche Fummelarbeit. Oder Option 2 wäre ein Radio mit ausfahrbarem Bildschirm. Weil dann kann ich das Radio trotzdem laufen lassen, habe hier ausfahrbarem Bildschirm. Ist auch cool. An Option 2 wäre das halt dann da unten reinzumachen. Den Bildschirm, dann müsste ich das hier ein bisschen anpassen. Müsste ich mir mal ein anderes noch organisieren, wo ich dann mein Doppeldien-Radio anpassen kann. Das habe ich ja hier noch liegen. Ne? Und ja, bitte nicht so drauf achten, das ist noch, muss ich mal hier wegmachen noch. Ist ja egal jetzt. Ja, naja gut, ich mache erstmal hier weiter und wenn es wieder was Interessantes gibt, filme ich euch wieder hier ein bisschen was. Und ja. So, ich suche einmal hier ein Schiebedach, besser gesagt ein richtiges Dings. Das ist ja hier nur ein Hubdach, ne? Demzufolge, ja, das lässt sich nur so aufstellen. Ich möchte ein richtiges Schiebedach, was man so nach hinten nach vorne auffahren kann. Sprich kein elektrisches, sondern ein manuelles, wo hier dann die Kurbeltronik ist. Da habe ich Bock drauf, weil ihr hier sehen könnt, war hier auch irgendwas mal wahrscheinlich gewesen. Und ja, das habe ich auf jeden Fall. Ne? Und dann möchte ich nicht nur einmal schöne Felgen haben. Nicht nur schöne Felgen möchte ich einmal haben, sondern auch Stange. Ne? Stoßstangen möchte ich ändern, die möchte ich nämlich welche haben, wo hier nur dieser. Ich mache gleich mit dir ein Wettrennen, Sophia. Warte kurz, ja? Ja, du bist so schnell. Ja. Einmal, weil mich hier dieser Spalt stört, ich weiß nicht, was da mal passiert ist, der geht mir schon Ewigkeiten auf den Pimmel. Und zweitens auch generell hier diese ganzen Schäden. Hier bin ich mal an der Garage hängen geblieben, beim Reinfahren. Weil das habt ihr ja sicherlich gesehen, ist schon ziemlich eng. Generell so die Stoßstange müsste halt mal komplett mal nicht nur sauber gemacht werden, sondern generell mal irgendwie mal schön gemacht werden halt. Aber generell so, das ist ausgeblichen, das ist nicht mehr so geil. Auf jeden Fall gibt es hier welche, da ist das Stück noch so wie hier. Und der Rest hier, und der untere Teil ist halt in Wagenfarbe, das möchte ich gerne haben. Ja, das möchte ich ganz gerne haben. So viel dazu. So, aber eigentlich zum eigentlichen Teil. Das wird auch erstmal verschwinden. Also ich werde das jetzt alles nochmal runterholen, genauso wie das. Ich möchte das hier schön machen. Dafür habe ich noch was besorgt, weil ihr seht hier, das blättert alles ab. Das habe ich einfach nur so erstmal so spontan gemacht gehabt, weil ich hier drüber gespritzt hatte und
ich war auf Deutsch gesagt zu faul, das abzukleben. Demzufolge habe ich auch die Leisten hier mit schwarz gemacht gehabt und auch hier teilweise hier drüber gesprüht gehabt. Ne? Das könnt ihr sicherlich noch euch erinnern. Weil ich hatte mal eine Stelle gehabt, da habe ich hier abgeklebt, habe ich das Klebeband abgemacht, da kam mir der Lack entgegen. Was ist denn? Die ganze Schose kennt ihr sicherlich. Und ja, ich muss mir endlich mal hier irgendwas auch wieder auf. Sophia, ich mache hier noch schnell was mal an. So, das kommt auf jeden Fall weg, das kommt auf jeden Fall weg. Das wird auf jeden Fall hier mal alles schön gemacht hier, ne? Das wird alles mal schön glatt gemacht hier. Dann wird das alles nochmal ordentlich angeschliffen. Und die untere Seite wird dann halt wieder erstmal so gemacht. Aber als allererstes muss ich hier mich einmal wieder hier drunter legen, weil ich habe hier, muss ein bisschen mehr Licht reinmachen hier, das Ding. Auf jeden Fall, wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier ein anderes Rohr, ne? Und der scheiß Mittelschalldämpfer, der hier unten drunter ist, wird jedes Mal an irgendeiner Stelle undicht und ich habe nur... Ja, wie es halt immer so ist, ne? Habe ich jetzt wieder das Problem, jetzt ist mein Hitzeschutzblech abgegangen. Und jetzt kriege ich es natürlich nicht wieder fest, weil die Dinger natürlich wie üblicherweise kaputt sind. Das Hitzeschutzblech ist richtig ausgefranst und richtig kaputt. Und ja, jetzt hänge ich wieder da. So, mein gekauftes Dingsrohr hier, das passt unter anderem auch nicht. Ne? So, wie man hier jetzt wieder sehen kann, ist hier jetzt wieder alles ab. Das Hitzeschutzblech liegt wieder daneben. Hier das ganze Rohr muss ich dann auch wieder alles neu machen. Also wie man sehen kann. So, also seitdem ich dieses scheiß Drecks-Dings gekauft habe, habe ich nur Probleme. Ich habe die ganze Zeit nur Probleme, seitdem ich diesen Mitteltopf gekauft habe. So, am Mitteltopf habe ich ja 45er Millimeter Durchmesser. Und jetzt ist das Problem, dass ich ja von 45 auf 60 wegen meinem Endtopf. Ja, und dieses Rohr fängt immer an, ja egal, jetzt überlege ich doch wahrhaft, ob ich den alten Topf wieder irgendwie schweiße oder ob ich mir nochmal neu bestelle. Jetzt ist auch nur die Frage, was mache ich jetzt mit dem Hitzeschutzblech? Ich meine, der Auspuff wird momentan, also dadurch, dass es ja eine kleine Maschine ist, wird der Auspuff zwar nicht so heiß, auch alleine, weil der Motor ja sowieso nicht so schnell warm wird und generell, aber es ist mir halt auf der anderen Seite auch wieder nicht halt so geil, ne? Weil da kommt Spritzwasser dran, das fängt dann wieder alles zu rosten, gerade die Bautenzüge von der Handbremse und sowas, das fängt alles dann an zu gammeln. Jetzt überlege ich, was mache ich? Weil Hitzeschutzblech ist halt jetzt demzufolge auch in den Betroffen. Muss ich mal gucken, jetzt wüsste ich gerade gar nicht, ob ich sowas nachbestellt bekomme. Schauen wir einfach mal nach. So, ich habe es dann jetzt doch endlich mal geschafft. Manchmal hat man so Denkblockaden, ne? Man muss nur mal einfach mal ein bisschen logisch überlegen. Da braucht man wieder einen kleinen Anhalt. So, jetzt habe ich Mittelschall, jetzt habe ich einfach das Ding da irgendwie drauf geprügelt. Alles aufgemacht, die Schellen runtergemacht, also hier die Schellen runtergemacht und irgendwie drauf geprügelt, ne? So, jetzt habe ich das hier drauf geprügelt, also das ist jetzt definitiv mehr als fest und das, was jetzt hier so rausquetscht, ist nur Auspuffdichtmasse, weil ich keine Lust habe, jetzt mich wieder drunter legen zu müssen und dass das dann irgendwie wieder undicht wird. Ja. So, Sylvia, es fängt schon wieder an zu regnen. Ja. Dass das hier wieder irgendwie anfängt undicht zu werden. Deswegen habe ich die Schellen runtergemacht, habe das bisschen aufgebogen mit der Zange, drüber gesteckt, erste Schelle drüber runtergekloppt, fertig. Und jetzt ist es. Ja, du hast deinen Helm offen, aber trotzdem muss doch nicht nass werden. Du hast zwar eine wasserabweisende Jacke an, aber es muss ja nicht nass werden. Wenn es schlimmer wird, kommst du wieder rein, gell? Ja. So, und dann kann ich jetzt fast das ganze Ding. Das Einzige, wo ich mir jetzt nur Gedanken mache, ist, dass ich das dann hier hinten richtig gut reinschiebe. Das sind wir beim Stichwort. Beim Reinschieben sind wir beim Stichwort, weil ich dieses Rohr dann hier wieder ordentlich darüber schieben muss, so dass der Auspuff dann wieder gut sitzt und nicht irgendwie wieder anfängt zu klappern oder sonstige Scheiße. Ihr seht, oh, Kamera ist jetzt aus, da stand eigentlich die ganze Zeit die GoPro, die hat die ganze Zeit eigentlich unten drunter gefilmt, aber da ist jetzt wahrscheinlich schon wieder der Akku leer. Ja, so scheint jetzt wieder der Akku leer. Was denn? Ein Wuffi! So. Unschalla, verflucht! Da war ein Stein. Ja. Verdammt. Ja, wie man hier sehen kann, ist da, habe ich jetzt erstmal das Hitzeschutzblech noch abgelassen. Das muss ich dann mir mal ein neues besorgen. Und irgendwie mal. Ja. Nur Problem ist halt, dass ich.
dass ich das Rohr dann da irgendwie wieder ordentlich reingebügelt bekommen muss. So, von allem Übermut stelle ich jetzt gerade nebenbei fest, dass das ein ganz anderer Mitteltopf ist. Also entweder habe ich Lack gesoffen gehabt beim Bestellen damals des anderen Topfes, ne? Also von dem Topf hier, weil es ist erstens alles viel zu lang und passt irgendwie nicht und ach, keine Ahnung. Jetzt gehe ich nach Hause, versuche mir den hier zu bestellen und nicht wieder den, weil den kann ich ja nicht verwenden, ne? Deswegen hat es auch die ganze Zeit nicht gepasst, das war mir sowieso schon so komisch, sonst passen immer die ganzen Teile. Ich glaube mal, den hier, das ist glaube für Polo gewesen. Ich denke mal, weil der ist auch vom Durchmesser her dünner als der hier. Auf der Kamera sieht das jetzt nicht so danach aus. Warte kurz. Da habe ich wahrscheinlich jetzt hier was Falsches gekauft, weil ich kann mich daran erinnern, dass das Stückchen nur bis hier vor war, wo mein Fuß ist. Und hier hinten nur bis hierhin ungefähr. Bis wo mein Fuß ist. Naja, egal. Fakt ist, habe ich auf jeden Fall mal falsch gekauft gehabt das letzte Mal. Ich dachte, naja, gut, komm, wird schon irgendwie passen. Ja, dadurch, dass ich ja noch da unten das Rohr vom Endtopf habe, von 45 mm, also von diesen 45 mm Durchmesser auf, was geht's wegen dir los hier, von diesem Durchmesser hier auf 60 mm oder 58 oder was das war, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, muss das nochmal nachgucken. Und jetzt heißt es für mich wieder hier Feierabend machen an der Stelle. Ich wollte eigentlich hier noch das hier machen, aber das hat sich jetzt wieder einmal gegessen gehabt, weil das wollte ich eigentlich hier noch alles machen. Aber naja, gut. Wie es halt immer mal so ist. So, und willkommen mal zu einem weiteren Video noch. Gestern war ich ja. Ja, das geht dann gleich wieder weg. Gestern war ja dann nicht mehr so mein Tag gewesen. Ich habe dann gestern extrem schlechte Laune gehabt. Ich hatte total einen Blackout gehabt. Ich werde jetzt einfach das Ding wieder irgendwie zusammenstecken. Wenn es undicht ist, ist es halt undicht. Ich werde mir irgendwie mal gucken. Ich bin irgendwie erschreckend. Ich habe keinen anderen, oder es gibt zwar schon sicherlich anderen, aber die Preise jetzt schon wieder für so einen blöden Auspuff und so. Ich war sogar zeitweise überlegen, ob ich mir eine Edelstahl-Auspuffanlage von Diatechnics oder von einem anderen Hersteller kaufe. Aber 300 Euro für Mitteltopf, dieses Rohr- und Endtopf. Oder nur Novus. Wie jeder bekanntlicher weiß, zwar nur Optik ist, aber kein Klang kommt. Ich war sogar zeitweise überlegen, einfach ein Rohr reinzumachen an der Stelle des Mittelschalldämpfers. Ja, also Auspuffgeschichte ist überhaupt nicht mein Fall, da muss ich ganz ernsthaft sagen, habe ich lieber geschweißt und lieber hier Schwellerarbeiten gemacht als so ein Mist. Muss ganz ernsthaft sagen. Und morgen habe ich auch wieder ein anderes Auto hier stehen. Da muss ein bisschen was gemacht werden, da ist ein kleiner Service und eine Inspektion fällig. Das mache ich dann halt. Und was machst du denn da? Ich